Bärbelis, wie mein mobbelischer Bärbes. Seine Sprache ist merkwürdig. Sie klingt nach Wut, unterdrückter Sexualität und wie ein Schwein, das beim Paintball getroffen wird. Das ist ein deutscher Dialekt. Wie weißt du das? Ich verstehe ihn. Ich war bei einem Austauschprogramm der Highschool dort und aus irgendeinem Grund haben meine Eltern nie das Rückflugticket gekauft. Cool, dann können wir mit ihm reden. Joe, frag Toto, wo er herkommt. Toto, wo bist denn du, Wesch? 1942 in Hademeyer-Häusinger mit Peter Schäse gelesen. Schäse ist ein Wasch gewesen vom Adolf Hitler. Ich habe 1942 verstanden. Peter, er sagte gerade, sein Besitzer war Adolf Hitler. Das ist unmöglich. Hitler hat einen Vogel? Ja, das ist er. Der Latsch ging auf dem gastigen Labendudel, bin ich. Er sagte, der Vogel auf dem fiesen Typen bin ich. Peter, dein Vogel ist ein Nazi. Das ist unmöglich. Nazi will einen Keks? Nazi will einen Keks! Oh mein Gott, du hast recht. Gut, dass du seine Sprache sprichst. Nur damit ihr es wisst, die Deutschen haben völlig andere Vorstellungen davon, welche Sexualpraktiken okay sind. Also alles, was da drüben mit mir passiert ist, war vollkommen normal. Und es ist auch keine Erinnerung, die mich nicht loslässt. Joe? Nein, nette Bämbel, bitte, nette Bämbel! Ich meine, verrückt das mit dem Vogel von Peter, ha? Huh?